Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem leider weiteren Overwatch. Ich weiß, sorry, tut mir leid, gestern kam ja auch schon eins. Aber heute geht alles ultra drunter und drüber und ich habe fast keine Zeit. Ich will aber trotzdem, dass euer 17 Uhr Video kommt, dass ihr zumindest Hauptcontent habt. Und die Overwatches sind nun mal die, am leichtesten zu produzierenden Videos, beziehungsweise die, oh shit, die fast keine Zeit benötigen. Scheinbar ist ja schon mal kein Warlock am Start, so wie er springen musste für den. Also ich habe nicht damit gerechnet, ich habe auch ein bisschen verpennt, aber der ganze Tag ist gerade so verschoben, dass ich wollte eigentlich ein Matchmaking machen, vor allem wollte ich mal wieder ein ungeschnittenes Matchmaking machen, aber es geht einfach nicht. No fucking time. Aber trotzdem sollt ihr euer Video erhalten und darum, Demo-Fehler, okay, es verschwindet einfach dieses Stückchen, wo ihr ihn killt und darum mache ich jetzt nochmal ein Overwatch. Ich habe eben schon meine wertvolle Zeit geraubt bekommen von einem Overwatch davor. Ich habe es angemacht, also runtergeladen, geh rein. Was ist es? Ein verfickter Spinbotter. Den habe ich halt dann durchgespult und ihn weggedrückt. Also gebannt. Ja, das war. Hat man sein Köpfchen gesehen? Konnte man seine Kopfspitze sehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, und jetzt, das ist dann scheiße, weil wenn du so einen Spinbotter zum Beispiel hast und den dann sehr schnell durchspulst, weil das muss man ja nicht angucken, das macht man dann auf vierfache Geschwindigkeit und pff, dann ist es halt durch nach einer Minute oder zwei. Dann dauert es immer so, es dauert immer so 5 bis 10 Minuten oder ich glaube 8 Minuten, ach du Scheiße, was war denn das, bis man dann mal einen neuen Fall wieder bekommt. Ich glaube, hat der da auf T-Stairs einen angesagt bekommen, weil er da direkt hingeglotzt hat, ich weiß es nicht. Also, dann hat er vielleicht doch... Also, ich will jetzt auch nicht auf Warlock gehen. Es sah vorhin ganz, ganz kurz so aus, aber wahrscheinlich hat er sein Köpfchen gesehen oder hat ihn bereits angesagt bekommen. Und darum konnte er da den Headshot drücken. Er sieht bis jetzt ziemlich legit aus. Auch der Bunnyhop ist... Oh Gott, ich habe wieder nicht drauf geachtet. Erst ab jetzt... Im Moment macht er keine Bunnyhops. Das kann ich euch schon mal ganz sicher sagen. Er aimt auch, finde ich, ganz oder recht legit ab. Wir gucken mal auf sein Crosshair-Placement. Ja, Bunny hoppt da ein bisschen rum, aber das war doch eben Standard, oder? Jetzt sagt man nicht, dass das Gebunnyhop war. Also manchmal mache ich auch solche Hops, halt so 2, 3 und dann höre ich auf. Wenn es über eine längere Weise, über eine längere Strecke geht, okay, dann werde ich jetzt auch skeptisch. Vor allem kann ich mir die Geschwindigkeit anzeigen lassen und jetzt habe ich den Befehl vergessen. Verschissen. Ich muss mir fürs nächste Mal aufschreiben. Man kann sich möglicherweise auch in der Demo die Geschwindigkeit anzeigen lassen. Und es gibt halt einen Wert X, über den man, oder den man maximal erreichen kann. Und bei einem manuellen Bunnyhop, also wenn man den nicht illegal macht, sondern eben rechtmäßig selbst, dann sollten da manchmal kleine Low Peaks dabei sein. Also, ja, nach unten hin. Das ist halt kurz abbricht, die Geschwindigkeit, weil man ihn nicht so durchziehen kann. Der Kill gerade eben war, glaube ich, auch recht gerechtfertigt. Der Kollege hat den angesagt und sie haben beide draufgeschossen. Und ja. Wer da rumhopst auf dieser Rampe. Shit. Voll bitter für den Seed hier, oder? Der hat ihn nicht. Der Kollege hat ihn. Oh. Das war aber ganz schön straight. Ich würde sagen, das war zu straight. Was ist eigentlich, wenn ein Bunnyhop zutrifft? Das ist ja Other External Assistance. Ist das auch ein permanent Bann? Oder ist es so wie beim Grief dann kein permanenter Bann? Darüber habe ich mich noch nie informiert. Ich hätte am Anfang auch nie gedacht, dass Bunnyhops so ein Problem sind. Ich weiß, dass die nicht so erlaubt sind. War ja früher bei Source, ich weiß nicht, ob es bei Source auch schon so arg war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist dann so mit der Zeit gekommen. Es kamen immer mehr Videos, wo ihr gesagt habt, ey, der hat gebunnyhoppt, hast du das nicht gesehen? Das musst du ihm noch zusätzlich drücken. Das ist dann immer madig, wenn ich es nicht gemacht habe. Vor allem, das ist zwar, glaube ich, noch nie passiert, aber vor allem, wenn er sonst nichts macht. Also wenn, meistens ist ein Wallhack oder ein Aimbot vorhanden und da ist dann eigentlich ein Bunnyhop eher unwichtig, weil er bereits für den Wall oder für den Aim permanent gebannt wird und das irrelevant ist, was noch dazu kommt. Aber wenn er dann, ja, nur diesen Bunnyhop hat, das würde mich interessieren, ob das einen permanenten Bann gibt, direkt. Oder ob er da erstmal nur eine Verwarnung bekommt oder halt so wie es bei Grief ist. Bei Grief ist es ja auch nicht direkt ein permanent Ban. Da könnt ihr mich vielleicht nochmal kurz aufklären. Natürlich kann ich auch selbst googeln, aber das ist die Interaktion, die wir hier zusammen eingehen, ne? Ja. Warte, wie nennt sich das? Call to Action. Call to Action. Ha, das sah wieder völlig normal aus. Er bleibt also stehen. Er hat so einen krassen, so ein ekliges Crosshair Placement. Wenn er da am B-Hoppen ist, guckt so nach unten. Ja, also manche Sachen gehen schon echt geradeaus, wobei er hier auf einer Rampe war. Und dann bleibt er wiederum stehen und stellt irgendwas ein. Vielleicht sein Bunnyhop-Skript, ich weiß es nicht. Kann man das direkt einstellen? Hat man das so offen im Spiel?
Also ich kenne, ich habe schon einige Cheats gesehen, wie sie eben bedient werden und so weiter. Aber Bunnyhop habe ich jetzt noch nie so im Blick gehabt. Der ist gesprungen, deswegen hat man ihn gesehen. Hat er bestimmt auch alle gemerkt. So, der ist down. Er ist halt echt viel am Hoppen, aber es könnte auch, also ich... Es ist immer nur ganz kurz und die letzten 1,5 bis 2 Sprünge gehen halt geradeaus und, ja, so die Treppe runter ist ja auch easy. Nee, das ist normal, oder? Das sieht normal aus. Also hier diese Rampen und diese Treppen, da springe ich auch manchmal genauso runter mit dem Speed und bin unten dann auch gerade. Im Wingman habe ich mir angewöhnt, wenn wir auf Köbelstein spielen. Warte mal, hey. Woher hat er jetzt gewusst, dass er da ist, oder hat er einfach geprefight? Ich prefight da auch manchmal rein, aber nicht dreimal hintereinander. Schissel, Leute, jetzt bin ich echt unsicher, ne? Fuck. Also ich war mir sehr sicher, dass er keine Hex hat. Keine Wallhack und kein Aimbot. Naja, in Wingman habe ich mir angewöhnt, dass ich auf Cobblestone, da geht Wallen meistens, wenn wir zusammen spielen, halt hoch direkt, wenn wir City sind, hoch auf Titanic. Und ich laufe mit ein paar Bunnyhops, die so mittelkrepelig sind, zu Drop und schmeißen Molly rein und springen dann runter, die Treppe runter Richtung Connector. Und dann mache ich 2 oder 3 Hops, die extrem gut und gerade funktionieren. Und dann bin ich ganz schnell dort. Da bin ich meistens vor den Tees dort. Gerade wenn sie im Fenster sitzen, bin ich dann dort. Und da hat mir auch schon einer Bunnyhop vorgeworfen. Also ich meine, das war ein Bunnyhop, ja, aber halt einfach einer mit der Tastatur. Irgendwie merkwürdig, oder? Dass er jetzt auf einmal wusste, wo... Oder wartet. Fuck, ich habe nicht geguckt. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist hier einer gestorben, ein Kollege. Und hat halt gesagt, dass da einer Palace ist. Ah! Nee, ich bin noch nicht überzeugt. Wenn das Spiel jetzt zu Ende ist, bin ich noch nicht überzeugt und kann ihm keinen Wallhack drücken. Auch wenn jetzt einige sagen, das ist total offensichtlich! Ah, jetzt hat man ihn gerade eben Shoulderpeaken gesehen und darum kann man da jetzt auch mal in die Wand reinschießen. Mach das ruhig mal, genau. Mach nochmal. Ah! Aber hat er nicht drüber gezielt? Hat er jetzt versucht, das so aussehen zu lassen, als wenn es kein Warlock wäre? Jetzt schießt er noch ein paar Mal provisorisch in die Ecke, damit man denkt, ah, scheiße, Leute, ich glaube, den muss ich echt ziehen lassen, ne? Das ist mir zu wenig, das ist für mich im Moment gerade irgendwie zu wenig Evidence. Es wird natürlich wie immer die eine Hälfte geben, die sagen, was? Und zu 100%? Und die anderen sagen, gute Entscheidung, man konnte nichts erkennen. Und dann schreibt jemand drunter, was? Man konnte das auf jeden Fall? Und dann kommen wieder 4 Stück, die sagen, nee. Ich weiß nicht, Bunnyhop war es auch nicht. Was zählt Bunnyhop eigentlich zu Speedhack? Ah, Jumping Scripts. Das hat dann sein eigenes Dingens. Weil dadurch könnte man ja, wenn es Jumping Scripts es nicht gibt, dadurch hebt man ja eben seine Geschwindigkeit an. Also das wäre dann ein Speedhack wahrscheinlich in die Richtung. Aber Jumping Scripts haben ihre eigene Geschichte. Okay. Upside Down Fuse. Wer macht sowas? Warum? Wie bescheuert. Also mit diesem, ich merke echt, mit diesem kleinen Stück kenne ich mich noch fast gar nicht, also Speedhack kenne ich noch von früher, aber ich glaube Speedhacken gibt's nicht mehr. Gibt's in CSGO noch Speedhacks? Also dass jemand wirklich plötzlich bei dir steht und praktisch durch die Map fliegt, mehr oder weniger, sich durch die Map bottet. Ja, also ich bin mir bei Aim auf gar keinen Fall, bei Vision bin ich mir sehr unsicher, da habe ich so einen kleinen Verdacht, aber es reicht nicht aus. Hier steht es ja, dass ich hier die Community, ich muss im besten Wissen und Gewissen hier handeln. Das reicht nicht aus. Und hier reicht es auch nicht aus. Und Griefing auf gar keinen Fall. Also er ist nochmal davon gekommen. Man muss sich ja sicher sein. Und ich habe mir jetzt schon des Öfteren von euch anhören dürfen. Du warst ja nicht sicher genug. Du musst das gucken richtig, dass der nicht cheatet. So Leute, für euch gibt's heute eine Glock 18 Bunsenburner. Moment mal. GeForce, du hast deine Knife noch nicht angenommen, du Sack. Ich habe es ihm vorhin geschickt. Ich konnte es endlich hierher traden. Das ist das Knife, das GeForce gewonnen hat. Ich will es jetzt gar nicht aufmachen. Ich habe Schiss, dass dann der Trade abbricht. Ich habe es schon mit dem Handy bestätigt. GeForce, du musst nur noch annehmen. Bunsenburner gibt's. Und bitte schreibt jetzt nebenbei und hört mir genau zu. Wer nicht nebenbei, also wer das einfach jetzt beantwortet, diese Sache, die ich jetzt erfrage, der kann nicht mitmachen. Der gewinnt nichts. Ihr schreibt bitte irgendeinen Kommentar und dann kommt nebenbei halt hinten dran. Nicht das Wort nebenbei, sondern das, was ich jetzt gleich sage. Und zwar, schreibt mir bitte einfach mal, ob ihr schon mal, hoppala, gegambelt habt oder nicht. Also speziell im CSGO-Bereich. Aber schreibt es nebenbei! Wenn jetzt jemand hier einfach einen Kommentar schreibt, ja, ich habe schon mal gegambelt. Oder nein, ich habe noch nicht gegambelt. Nein, ich habe schon mal gegambelt. Dann kann er nichts gewinnen. Und vielleicht lösche ich den Kommentar auch. Ich überlege mir es noch. Weil dann ist dieses System zerstört. Es bringt nichts. Weil dann...
jeder Vollidiot sehen kann, oh, da schreiben 10 Leute, ob sie schon mal gegambelt haben. Ich schreibe das auch einfach mal. Ich bin, manchmal gibt es ja Giveaways, vielleicht kann man da irgendwas gewinnen. Also macht das nicht. Ihr könnt nichts gewinnen, wenn ihr einfach nur schreibt, ob ihr schon mal gegambelt habt oder nicht. Schreibt es nebenbei, baut es in euren Kommentar ein. Dankeschön, ciao, ciao.